Hi und herzlich willkommen zum 20. Part meines Farmlife Let's Plays. Wir sind endlich wieder zurück bei Kara, Steve und ihren ganzen Kindern und Tieren und auf jeden Fall auf ihrer wunderschönen Farm. Kara ist gerade schon dabei, das Frühstück zuzubereiten, wie es so oft am Anfang meiner Videos ist. Wir haben mittlerweile tatsächlich endlich eine Ranch-Hilfe. Ihr hattet mir den Tipp gegeben, dass ich eine Ranch-Hilfe engagieren soll, als es im letzten Part ja so ultra anstrengend war. Und jetzt findet Steve gerade das alberne Verhalten richtig toll ist. Ja, okay, Steve, alles klar. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Ranch-Hilfe. Sie heißt Herr oder Er, ich weiß es nicht genau. Und sie oder er wird uns jetzt die ganze Zeit unterstützen bei unserer ganzen Ranch- bzw. Farmarbeit. Und ich denke, das ist wirklich eine gute Idee von euch gewesen. Lynn möchte gerne einen Pferdeball. Den können wir ihr sehr gerne organisieren. Aber eigentlich, Lynn, ist das gar nicht dein Gehege hier. Das gehört eigentlich dem Lama und den Hühnern. Eigentlich ist hier so dein Bereich, aber das hat sie irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Aber wir können ja hier ihren Pferdeball hinlegen. Vielleicht geht sie dann von sich aus hier hin. Ein Pferdeball für Lynn. Ich muss euch übrigens was zeigen. Ich hatte, also die meisten von euch wissen ja, dass mein Spielstand hier kaputt gegangen ist. Das lag alles am zu vermieten Pack. Falls ihr da genauere Infos braucht, schreibt mir das mal in die Kommentare. Da kann ich euch das da nochmal genau erklären, was da los war. Aber auf jeden Fall war mein Spielstand ja kaputt. Und ich hatte dann schon angefangen, einen zweiten Spielstand aufzubauen und habe da das Haus auf schon so ein bisschen umgebaut und so und hatte eigentlich auch die Zwillinge schon zu Kindern altern lassen. Auf jeden Fall haben die deswegen jetzt schon Kinderzimmer, also richtige Kinderzimmer für Kinder eben und keine kleinen Kinderbettchen mehr, falls ihr euch da wundert. Und außerdem habe ich das ganze Haus generell ein bisschen größer gebaut, weil ihr mir geschrieben hattet, dass ihr das alles ein bisschen beengt findet und so. Ich habe hier nochmal ein ganzes Stück hinzugefügt und auch hier und ich habe auch unten das Säuglingszimmer nochmal ein kleines bisschen größer gezogen. Wir haben jetzt hier so eine kleine runde Ecke noch. Eine runde Ecke, nein. Also eine abgerundete Wand. Und ja, also das Haus ist jetzt ein kleines bisschen größer, genauso wie die Küche. Die habe ich auch ein bisschen größer gezogen. Hier im Essbereich ist auch ein bisschen mehr Platz. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch so jetzt ein bisschen besser. Ihr hattet mir ja geschrieben, wie gesagt, dass es doch ein bisschen eng ist unten. Und ich denke, so ist es jetzt doch ganz gut. Jetzt hat die Familie hier viel Platz für ihre ganzen Kinder. Und ja, ich würde sagen, in diesem Part würde ich eigentlich gerne mit Kara und Steve in den Urlaub fahren. Das hatten wir ja, bevor ich hier eine kleine Pause, Zwangspause einlegen musste, haben wir das ja überlegt, dass das eigentlich eine ganz gute Idee wäre, wenn Kara und Steve zu zweit vielleicht mal in den Urlaub fahren würden oder mit Tarik. Ihr hattet euch da in den Kommentaren, wart ihr ungefähr gleichermaßen der Meinung, entweder Kara und Steve oder Kara und Tarik, das war euch relativ egal. Deswegen würde ich schon fast behaupten, fahren wir mit Tarik, denn ihr hattet mich auch darauf hingewiesen, dass das Ganze jetzt nicht zu romantisch werden sollte und die beiden dann nachher noch dafür sorgen, dass Kind Nummer 4 unterwegs ist, denn dafür haben wir momentan wirklich keine Kapazitäten. Ich bin relativ froh, wenn Fleur und Dahlia endlich zu Kindern altern. Das ist auch sehr, sehr bald der Fall. Also wir werden in diesem Part den Urlaub machen und ich denke im nächsten Part oder vielleicht zum Ende dieses Parts, aber ich denke tatsächlich eher im nächsten Part, werden wir dann den Geburtstag der Zwillinge feiern. Und da freue ich mich wirklich, wirklich sehr drauf, dass die zwei dann zu Kindern werden, denn dann werden sie auf jeden Fall auch viel selbstständiger, können in die Schule gehen und können vielleicht auch schon so ein kleines bisschen auf der Farm mithelfen, können mit Lynn ausreiten und mit Missy spazieren gehen und das ist schon wirklich, wirklich toll. Und ich sehe jetzt gerade, dass unser Steve mal wieder zur Arbeit muss und das kreuzt jetzt wieder so ein bisschen meine Pläne, aber ich glaube, so lange muss er auch gar nicht arbeiten. Bis 13 Uhr, ja. Mhm. Okay, also bis 13 Uhr und es könnte durchaus sein, dass er befördert wird. Das wäre natürlich toll. Und ja, ich würde sagen, wenn er dann gleich wiederkommt, dann machen wir uns auf den Weg in den Urlaub mit Kara, Steve und Tarik. So haben die beiden dann auch mal die Möglichkeit, ihren kleinen Sohn ein bisschen besser kennenzulernen. Weil ich finde, er läuft momentan einfach nur so ein bisschen mit. Und wenn er weint, dann kriegt er natürlich seine Aufmerksamkeit. Aber wenn er eben dann einfach nur rumliegt, dann beachtet ihn gerade keiner, weil Kara und Steve logischerweise auch noch ganz, ganz viele andere Dinge zu tun haben. Jetzt gerade ist Kara zum Beispiel damit beschäftigt, hier Dahlia das Sprechen beizubringen. Und das ist auch richtig süß. Und Kara läuft hier gerade aus dem Haus heraus und knallt mit der neuen Ranch-Hilfe zusammen. Anscheinend kennt sie sie schon. Wir werden uns mal freundlich hier bei ihr vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich nicht verkehrt ist, sich hier mit der Ranch-Hilfe auch ein bisschen gut zu halten. Dass sie dann vielleicht auch ein bisschen motivierter hier ihre Arbeit macht und so. Das kann ja nicht verkehrt sein. Und wie süß, hier kommt einfach Emily mit Audric. Warum kommen die uns denn besuchen? Das finde ich ja süß. Warum kommen die denn jetzt bei uns vorbei? Ach, das Begrüßungskomitee. Auch
Leute, ich musste die Sims ja neu einziehen lassen, weil ich das zu Vermieten-Pack deaktivieren musste. Hat dann hier auf dem Grundstück keiner mehr gewohnt und deswegen denkt das Spiel jetzt gerade, dass wir neu hier eingezogen sind. Ja, okay, alles klar. Da müssen wir natürlich jetzt einmal hier unsere Nachbarn reinlassen. Wir tun natürlich so, als wäre der Grund, weshalb die jetzt vorbeigekommen sind, einfach nur auf gute Nachbarschaft mal zusammen Kaffee und Kuchen essen. Das ist jetzt der Grund, weshalb die vorbeikommen. Natürlich nicht, weil wir neu hier eingezogen sind. Oh, Steve ist schon wieder so müde. Okay, Steve, geh ins Bett. Wir wollen zwar eigentlich unbedingt in den Urlaub fahren, das ist eigentlich unser Ziel gerade, aber geh erstmal schlafen. Und wenn du dann gleich ausgeschlafen bist, dann werden wir uns dann auf den Weg machen in den Urlaub. Oh, und unser Tarek ist wahr und hat richtig schlechte Laune. Das ist natürlich echt doof. Kara geht direkt zu ihm hin. Setzt Dahlia hier neben dem Bettchen ab, weil sie sich jetzt gerade einmal um Tarek kümmern muss. Okay, es geht ihm aber beim Anblick seiner Mami viel, viel besser und das freut uns natürlich. Wir werden ihn jetzt als allererstes einmal hier im Kinderzimmer ganz in Ruhe stillen und dann können wir ihn auch mal den ganzen Nachbarn vorstellen. Wir stellen als erstes mal hier unserem Audric unseren kleinen Tarek vor. Die Namen sind relativ ähnlich, fällt mir gerade auf. Kara, ich habe mich in Dennis Kim verknallt. Okay, das ist ja süß, natürlich. Sag zu, auf jeden Fall. Wir unterstützen das immer, wenn unsere Nachbarn sich verlieben. Das mögen wir sehr gerne. Okay, so, wir stellen jetzt mal unseren Sohn hier an Audric vor, der ihn anscheinend immer noch nicht kennt. Und dann müssen wir das Ganze natürlich auch gleich unbedingt mal mit Emily machen, weil Emily ist Karas beste Freundin und eigentlich ist es total wichtig, finde ich, dass sie ihren kleinen Sohn kennengelernt hat. Und da hinten schläft, ach süß, unser kleiner Sohn versteht sich richtig gut hier mit Audric. Aber es ist ihm alles gerade irgendwie nicht so ganz geheuer. Aber Leute, nein, schaut euch das mal an. Er ist einfach total am Weinen und Audric denkt sich so, okay, alles klar, was mache ich jetzt? Er ist voll überfordert einfach. Und unser Sohn weint hier einfach. Das sieht schon ein bisschen witzig aus, Leute, oder? Ich finde, das sieht schon ein bisschen witzig aus, diese Situation hier gerade. Okay, davon musste ich jetzt mal ein Foto machen. Einfach Audrics Blick. Und der weinende Tarek. Okay, also, wir müssen ganz schnell unseren Säugling hier wieder zu uns holen, weil der ist nämlich gerade ganz und gar nicht begeistert davon, hier mit diesen ganzen fremden Menschen interagieren zu müssen. Wir werden natürlich Tarek jetzt erstmal Emily vorstellen. Audric, wo gehst du mit unserem Sohn hin? Würdest du bitte Kara ihr Kind wiedergeben, bitte? Audric, nee. Eben war er voll überfordert und jetzt denkt er sich, okay, das ist eine gute Idee hier, den kleinen Tarek mit den Füßchen einmal ins Wasser zu tunken. Okay, Stilbeeinflusserin. Malia würde sich wahnsinnig freuen über Stilbeeinflusserin Rang 5, was jetzt gerade einfach Kara hier angeboten wird. Aber Kara wird das natürlich nicht annehmen, denn ich glaube, sie hat gerade absolut gar keine Kapazitäten, auch noch irgendwie hier einer Lohnarbeit nachzugehen. Kara, hol mal dein Kind bitte. Hol es ganz schnell, tröste es. Es sitzt hier gerade im Regen mit einem Mann, der nicht so richtig weiß, was er mit diesem Kind tun soll und der jetzt auch einfach geht. Leute, schaut euch das an. Er lässt Tarek einfach hier neben dem Wasser sitzen, ganz alleine. Es ist schon, also, naja, okay. Gut, aber ich denke, jetzt ist es endlich mal an der Zeit, Leute, dass wir in den Urlaub fahren. Die ganze Zeit warte ich schon darauf, dass wir das machen können. Und ich denke, jetzt ist es soweit. Mit Steve und Tarek. Okay. Und ich denke, als Reiseziel wäre tatsächlich Granite Falls gar nicht so schlecht. Ich meine, ich hätte hier eigentlich auch eine Unterkunft platziert. Habe ich das hier gemacht, um mit den Kindern dahin zu reisen? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich sehe gerade 1600 Simoleons ist ganz schön teuer. Ich denke, wir nehmen tatsächlich eher hier so ein günstigeres Objekt mit 234 Simoleons pro Tag. Wir reisen ja jetzt auch tatsächlich nur mit einem Kind hier hin. Das heißt, wir haben ja jetzt auch hier, also reicht relativ wenig Platz. Wir müssen jetzt nicht über 1000 Simoleons hier bezahlen für die Unterkunft. Deswegen werden wir jetzt hier die Zuflucht am Flussufer nehmen, einfach um mal von zu Hause rauszukommen, um ein bisschen Abstand zu bekommen, wobei wir können eigentlich nur für einen Tag hier hin. Denn morgen haben ja unsere beiden Mädels Geburtstag und dann müssen wir natürlich wieder zu Hause sein. Okay, also das hier ist wirklich eine sehr kleine Unterkunft. Ein bisschen kleiner, als ich gedacht hatte. Und ich sehe auch gerade, dass wir... Ach süß, Tarek hat den Meilenstein erster Urlaub freigeschaltet. Das habe ich voll selten, weil ich das irgendwie total selten mache, dass ich mit Säuglingen mal in den Urlaub reise. Aber ich finde das total schön, weil so können wir jetzt auch wirklich mal die Zeit nur mit unserem Tarek genießen. Ich finde, wie gesagt, dass er momentan halt echt viel zu kurz kommt. Ich frage mich gerade, wo hier die Dusche... Ah, okay, alles klar. Steve hat sich schon gefunden, weil ich habe gerade gesehen, dass Steve ein bisschen
stinkt und er hat aber selbstständig schon festgestellt, wo gerade die Dusche zu finden ist. Wir wollen nicht an den Zähigkeitsspielen teilnehmen. Wir werden natürlich jetzt gleich erstmal einen kleinen Spaziergang machen. Und Tarek kann das hier übrigens. Ich weiß gerade, nee. Leute, könnt ihr es nicht. Können wir das Handy irgendwie gerade mal auf lautlos machen? Geht das? Weil wir wollen bitte gerade einfach nicht gestört werden. Wir sind gerade im Urlaub. Und da wollen Kiara und Steve einfach nur Zeit für sich und ihr kleines Baby haben, das gerade damit beschäftigt ist, hier alles auseinanderzunehmen. Ist es nicht wundervoll, Leute? Wir müssen jetzt erstmal auf die Suche gehen, wo wir die Möglichkeit haben, ein Säuglingsbett zu kaufen. Ich glaube, das geht doch hier irgendwo. Ich weiß, dass ich das jetzt mit dem Cheat auch machen könnte, aber wir wollen das Ganze ja jetzt ein bisschen authentisch machen. Ich glaube, dass wir hier genau Zubehör kaufen können und ich meine, dass wir da auch ein Säuglingsbett... Haben wir nicht gerade unser Handy auf lautlos gemacht? Ich glaube, ich hatte dich mit irgendwem zusammengebracht. Ist Blake die Person, mit der ich dich zusammengebracht habe? Also ja, wenn du da einen Ring gefunden hast, sag natürlich ja. Das freut uns natürlich. Jared hieß er, oder? Ich glaube, er ist Jared. Ich meine, er hat eine Freundin von mir bekommen. Ich hoffe, dass das seine Freundin war, die er jetzt, also mit der er jetzt verlobt ist. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Fehler gemacht. Gut, wir werden jetzt hier einmal durch die wunderschönen Wälder von Granite Falls zu diesem kleinen, kleinen Schuppen oder was das ist, also die kleine Info, gehen und ein Säuglingsbett kaufen. Aber Leute, es ist so schön hier. Es ist so, so, so schön hier in Granite Falls und ich denke, Kiara wird das sehr genießen, weil ich glaube, hier ist es gerade einfach nur ruhig. Hier fährt kein einziges Auto und man hört einfach nur das Rauschen der Blätter im Wind und vielleicht noch ein kleines bisschen Geplätscher von dem Fluss da hinten. Und ich sehe gerade, ja, wir können hier Bettchen kaufen. Ein Spieltisch. Nee, ich glaube, das ist schon ganz gut so. Wir haben jetzt einmal ein Buch und wir haben ein Säuglingsbett und damit können wir jetzt wieder zurück zu unserer Unterkunft gehen, damit wir dann unseren Kleinen auch gleich mal... Oh nein, er ist jetzt einfach so schön eingeschlafen. Es war so anstrengend für ihn, jetzt hier in der Kommode herumzuwühlen und jetzt ist er so müde und ist da direkt währenddessen eingeschlafen. Okay. Und währenddessen macht Steve gerade das Abendessen. Och Leute, ist das nicht schön? Das ist doch einfach richtig harmonisch hier gerade, weil wir jetzt einfach mal nur ein Kind mit uns hier haben. Und das ist einfach schön. Das ist wirklich schön, dass wir jetzt endlich mal ein bisschen Ruhe haben. Ich denke, Steve und Kara werden ihre beiden Mädels absolut vermissen. Und ich glaube, sie haben sich die Entscheidung auch nicht leicht gemacht, die zwei zu Hause zu lassen. Aber auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch Tarek mal die Möglichkeit geben, hier Zeit mit den beiden zu verbringen und ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Weil ich denke, für ihn ist das halt auch einfach super wichtig, eben, ja, auch diese Bindung zu seinen Eltern aufbauen zu können. So, der Geburtstag von Dahlia naht, das machen wir auf jeden Fall dann im nächsten Part. Wir haben jetzt hier ein Säuglingsbettchen, aber ich werde Tarek jetzt, glaube ich, hier auf dem Boden schlafen lassen, oder? Wird er aufwachen, wenn wir ihn jetzt ins Bett legen? Wir können es mal versuchen, oder? Tarek ist bereits eingeschlafen. Wir versuchen es, Leute. Das ist immer ein sehr gefährliches Unterfangen. Wenn ein Säugling irgendwo anders eingeschlafen ist, am besten sollte man ihn einfach da liegen lassen. Ich spreche aus Erfahrung. Wenn man versucht, diesen Säugling in sein Bett zu legen, wird er zu 99,9% wieder wach und wird dann nie wieder einschlafen für die nächsten 85 Stunden. Aber Steve ist mutig und versucht es trotzdem. Tarek macht genau das, was ich prophezeit habe und ist jetzt natürlich erstmal wach und denkt überhaupt nicht mehr daran, weiter zu schlafen. Ach ja, Leute, Sims hat dieses Spiel schon echt richtig schön authentisch hinbekommen. Naja gut, wir wollen ja auch gerne Zeit mit ihm verbringen, aber eigentlich hätte ich gedacht, dass Steve und Kara sich sicherlich freuen, wenn die jetzt auch mal eben ein bisschen Zweisamkeit miteinander haben. Deswegen dachte ich, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn er jetzt halt hier in seinem Bettchen schläft und nicht direkt neben deren Bett. Das ist vielleicht ein bisschen komisch. Aber gut, wir werden jetzt vielleicht dann doch noch einen kleinen... Oder schläft er wieder ein? Schläft er wieder ein? Was denkt ihr, Leute? Schläft er wieder ein? Ich könnte mir vorstellen, dass er wieder einschläft. Was, Steve, was machst du da? Er gibt ihm einen Gute-Nacht-Kuss. Okay. Was denkt ihr? Schläft er wieder ein? Nein. Nein. Er schläft nicht ein. Oder? In die Haie gehen, doch! Er schläft wieder ein. Okay, Tarek ist ein richtig entspanntes Baby. Alles klar, das ist natürlich wundervoll, weil dann können Steve und Kara jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit zu zweit ändern. Sie können jetzt mal hier vielleicht ein bisschen
Symbols spielen, was auch immer das ist. Wir schauen uns Symbols einmal an, was das für ein Spiel ist. Und das können die jetzt gleich hier wunderbar zu zweit am Abend hier im Wald spielen. Oh Leute, das ist so schön. Wie gerne wäre ich jetzt gerade hier? Wie gerne wäre ich jetzt gerade hier unter diesen wunderschönen Baumwipfeln? Es ist zwar relativ kühl, weil es schon Abend ist, aber es ist immer noch ein lauer Sommerabend. Und die Schmetterlinge fliegen da hinten. Die Sonne geht so langsam unter. Und es ist einfach so wunderschön und einfach das. Ach, Leute, das Baby schläft. Das ist das Beste. Das ist das Beste, wenn man Eltern ist, dass einfach das Baby schläft. Okay, wir werden jetzt einmal ein Spiel spielen mit unserem Ehemann. Kira, bau mal das Spiel auf. Ich denke, Steve. Oh, Steve, nein, du sollst nicht schlafen. Symbols spielen mit Steve. Ach süß, das ist sowas wie Domino, was die jetzt hier spielen. Ach, das ist ja toll. Oh, wie schön, Leute. Oh, das sieht so schön aus, oder? Ich finde, das ist wirklich einfach nur schön. Die zwei haben jetzt Zeit für sich, das Baby schläft und es ist einfach nur toll. Ich weiß, ich sag das die ganze Zeit, aber ich gönne es den Zweien jetzt mal, dass sie wirklich einfach mal hier sitzen können und ganz in Ruhe ein Spiel spielen können. Wie oft konnten die das in ihrem Leben schon machen? Also ich glaube wirklich noch nicht oft. Ich glaube, ganz am Anfang, als Kiara schwanger war, saßen die zweimal zusammen auf dem Sofa und haben gemeinsam gestrickt, wenn ich mich nicht irre. Oder gestickt oder so. Da haben die mal ein bisschen Zeit füreinander gehabt und einfach mal so abends gemeinsam auf dem Sofa sitzen. Das haben die ja schon ewig nicht mehr gemacht. Ich glaube, die haben ihr Wohnzimmer noch nicht mal wirklich benutzt, so wenig Möglichkeiten hatten sie dazu. Und jetzt ist es einfach so weit gekommen, dass sie hier sitzen können. Und die Oma passt natürlich zu Hause auf die Zwillinge auf, Tarik schläft und die zwei haben jetzt. Die Oma schreibt uns gerade, dass es gut ist, alles und dass es den Zwillingen wunderbar geht. Und jetzt sitzen die beiden einfach hier und genießen ihren Abend und das ist einfach total schön. Aber damit würde ich tatsächlich jetzt diesen Part auch beenden. Wenn ihr euch noch irgendwas wünscht, was wir in diesem Urlaub machen sollen, dann schreibt mir das sehr gerne, denn im nächsten Part werden wir ja dann immer noch im Urlaub sein, nehme ich an. Ansonsten werden wir im nächsten Part dann natürlich den Geburtstag der Zwillinge feiern. Da freue ich mich auch sehr drauf. Aber wie gesagt, ich werde damit jetzt erstmal diesen Part beenden. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart und schreibt mir gerne wie immer alles in die Kommentare, was euch durch den Kopf geht. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.